So, meine lieben Freunde, da sind wir wieder bei Colin McRae Rally Dirt 3. Das ist auch Video 3. Und man muss hier einfach extrem cool raiden, weil das ist gang und gäbe in diesem Spiel. Verdammt nochmal. So. Weil so reden die ganze Zeit diese ganzen Deppen. Guckt euch die Videos zuvor an, wenn ihr es mir nicht glaubt. 500. 1200. Wiegen alle das gleiche. 5, 6, 5. Dann fahre ich doch hier wieder für Fidanza Offroad. Achso, 100 Ruf. 250 Ruf. Mehr Punkte. Ja, dann nehmen wir den. Dann sind mir die 30 PS egal. Pff, 30 PS, was sind das? Das ist so, als ob ich mit angezogener Handbremse fahre. So. Achso, ja, nee. Ich muss ja... Hier in der Wiege des Extremwintersports wirst du nur selten tadellose Rennbedingungen vorfinden. Okay. Oben in den Rockies fährst du nicht nur gegen die anderen Fahrer, sondern auch gegen Mutter Natur höchstpersönlich. Okay. Hüte dich vor vereisten Kurven und behalte deine Topspeed im Auge. Sowieso. So, ihr habt gehört, so cool muss man reden bei diesem Spiel, weil sonst weißt du nicht, wie es weitergeht. So, wir überprüfen wieder die Geschwierigkeit. Geschwierigkeit. Jo! Schwierigkeit. Ist immer noch auf Amateur. Alles cool, es geht weiter. Amateur ist sowas wie normal, ne? Also, normale Schwierigkeitsgrad hier. Oh. Wie fahren wir jetzt mal? Ne, so fahren wir nicht. Jetzt fahren wir mal hier so. Jetzt, ich könnte ja mal zeigen, was... Ach, ne, komm, ich zeig's euch. Wuhu! Oh yeah, Schlitten fahren mit einem 520 PS starken Boliden. Was soll denn das hier? Also, es ist so, als ob ich hier den einzigen Corsa habe und alle anderen fahren Golf. Wow! Das hast du nicht umsonst gemacht. Oh, jetzt verkacke ich, Aber zieht euch mal rein, wie schön das Spiel ist. Geht ja mal gar nicht. Das ist doch wunderschön. Zieh. Windschatten lutschen. Oh, schon wieder so verkackt. Alter, das zieht in der Lunge. Das zieht hier. So kalt ist es. So kalt. Mach mal Heizung an. Oh, schön warm. Schön warm hier an der Heizung. Und innen vorbeiziehen. Ach, kacke. So schnell ist er nicht. Windschatten lutschen. Alter. Okay, jetzt nutzen wir mal das sofort wiederhol. Dings hier, das. Das nutzen wir jetzt mal. So. Ach, da muss ich meinen Controller da unten nehmen. Warte mal. So. LT. Ja, der ist noch mit angeschlossen. Das ist so ein bisschen blöd. Weil die Knöpfe von meinem Lenkrad irgendwie nicht angezeigt werden. So. Machen wir ab hier. So, und jetzt kann man einfach da aufs X drücken. Und dann passiert das, was bei Dirt auch der Fall ist. Und das finde ich total super. Muss ich mich beeilen. Schnell Controller beiseite. Wieder das Lenkrad. Und man wird genau da hingesetzt, wo man in der Wiederholung hin wollte. Oh, jetzt habe ich auch noch einen Schluck auf. Geil. Alter. Irgendwie versau ich's. Ich fange nochmal von vorne an hier. Das hat keinen Sinn. So. Tut mir leid. Vielleicht machen sich die 30 PS doch bemerkbar. Guck mal, wie die anderen abziehen hier. Ich lutsche einfach den Windschatten, so dass er es nicht merkt. Ich hänge in seinem Kofferraum. Der merkt das nicht. Okay, alles cool. Alter, man rutscht wie Otzenkackdreck. Oh. Sofort Wiederholung. Oh. So, hier fing das Gerutsche schon an, ne?
Hier war noch gut. Okay. Zieh, zieh, zieh. So ist gut, Kleiner. Hier ist der Sid van der Lind. Komm mal her, Sid. Sid die nieder. Tsch. Arschkrampe. So. Das funktioniert, das funktioniert. Oh, bremsen, 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 bremsen. Cool in die Kurve, cool in die Kurve. Ja, so ist gut, so ist gut, so ist gut, so ist gut, so ist gut. Locker, locker, locker Gas. So, jetzt habe ich nämlich keinen Druck mehr, irgendwen einholen zu müssen. Jetzt habe ich nur noch den Druck, vorne zu bleiben. Und das ganz, ganz lässig. Da ist es mir egal, was hinter mir abgeht. Die könnten auch hinter mir jetzt Strip-Poker spielen. Mit heißen, blonden Ladies aus Schweden, die dickbusig da rumrennen. Aber ich konzentriere mich nicht. Na doch, ich wollte doch nochmal gucken. Hätte ja sein können, das. Aber wie ihr gesehen habt, ist nicht der Fall. Also, vorne spielt die Musik. Scheißt auf die dickbrüstigen Ladies. Oder hier zu der rechten. Oh, hübsch, hallo. Hallo, na. Oh, 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 oh. Ich dachte, jetzt habe ich es verkackt, nur weil ich diesen Gag mit einem nach rechts schauen gemacht habe. Alte Scheiße. Wow, 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 wow. Weiter. Ich weiß. Es ist gut für dein Ansehen. Ein Erfolg. Guter Ruf. So, was sagt denn die Zeit? Alles gut, ja. Das Spiel macht unheimlich viel Spaß. Obwohl es keine Story hat, gar nichts. Aber die Rennen, also, gefallen mir optisch total gut. Die Fans verlangen nach dir und DC organisiert ein Event, in dem du dich präsentieren kannst. Jetzt kannst du endlich ein bisschen protzen und zeigen, dass du der Beste bist. Yeah! Begeistere die Fans, dann wird dein Ansehen explodieren. Du redest eine Scheiße, Junge. Ich mach das eins nach dem anderen. Winter Truck National Aston! Land Rush ist ein bisschen wie Rallycross, nur größer und aggressiver. Die Offroad-Kurse sind gespickt mit Sprüngen und Steilkurven und garantieren verrückte, knallharte Rennen. In all diesem Chaos musst du am Steuer von Land Rush Trucks mit Allradantrieb oder in den offeneren, heckgetriebenen Buggies die Übersicht bewahren. Bleib konzentriert und überquere die Ziellinie als Erster. Alles klar! So. Da wiegen beide das Gleiche. Da gibt's aber mehr Ruf, also da drauf. Da habe ich vorhin gar nicht drauf geachtet. Ich will ja mehr Roof. Komm schon, erhöhe mal den Schwierigkeitsgrad oder bist du etwa ein Feigling? Was? Was? Nee, du. Noch härter geht gerade nicht. Aber ich kann ja was rausnehmen. Ja. Ja. Also wenn ich jetzt hier, ne, auf vollständig mache, gibt das schon Punkte mehr? Das konnte man bei Grid mal toll sehen, wenn man da irgendwas umgestellt hat. Wenn ich das hier auch nur auf Bremspunkte mache, komm, dann muss es doch irgendwo mehr Punkte für geben, oder? Versuchen wir es mal. Oh, 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 oh. Das klingt gut. Und hier wird aber aufgewirbelt. Oh, da spritzt gerade richtig viel Blut. Oh, hier schon wieder. Oh, da spritzt das Blut. Hau ab, Rocksteady. Scheiße, habe ich mich gerade verschluckt. Oh, die fahren sich traumhaft hier. Traumhaft. Das macht Spaß, dicke, dicke Trucks hier. Was war das bitte?
Zieh, zieh, zieh. Oh, schön gedriftet. Wir können uns das ja mal von innen angucken. Von innen habe ich gesagt. Oh, nee, da sieht man ja nichts. Wer hat denn da die Stange hingelegt? Was, da hat einer eine Stange vergessen. Ich guck durch ein Dreieck. Was ist denn das für eine Kacke? Hau ab. Nee, so ist nicht schön. Bei dem Auto. Das ist nicht schön. Habe ich zu hart gebremst? Habe ich zu hart gebremst? Nein, 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 nein. Jetzt Vollgas, Vollgas. Zieh, zieh, zieh. Fuck! Alles gut, alles gut, alles gut. Alles super hier. Ich fahre einen Panzer. Oh, schön weggedrängt. Und jetzt aber. Komm, komm, komm. Bujaka! Das war geil. Das hat mir so richtig, richtig Spaß gemacht. So, weiter. Richtiger Schritt Richtung Finale. Ich weiß. Ja, cool, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dieses Spiel gefällt mir äußerst gut, das muss ich ja mal sagen. Ich mache ja nur eine Stunde mit. Wenn es euch auch so gut gefällt, dann schreibt mir das. Ich mache da nur vollwertige Let's Plays draus, wenn die Community sagt, ey, wir wollen das sehen. Ne, das möchte ich nochmal sagen an dieser Stelle. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt mir das. Ich will ja nicht meine Interessen vor denen der Community stellen, um Gottes Willen. Die Saison läuft bis jetzt deutlich besser, als ich je erwartet hätte. Ja, aber da will ich ja noch nicht hin, Junge. Erstmal machen wir Bramble Blast fertig. So, wo bin ich da? Oh. Chip, chip, chip. Jetzt kommt hier Finnland. Komm, sag wieder was extrem cooles. Was ist das jetzt? Klasse wählen. S2000? 90s? Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. 90s. Aha. Hm, habe ich nicht verstanden. Ist aber auch egal, oder? Muss man nicht verstehen. Man muss nicht alles verstehen, wenn man einfach Spaß daran hat. Und ich habe Spaß. Ist das nicht das Wichtigste an einem Spiel? Du hast die letzten Rennen beherrscht. Warum erhöhst du nicht die Schwierigkeit und stellst dich mal echter Konkurrenz? Alter, warum hältst du nicht einfach deine Fresse? Ich spiele auf Amateur und ich schaffe es gerade so. Hast du das letzte Rennen gesehen? Eine Sekunde war ich vor dem zweiten Platz. Ich finde, das ist genau richtig. Man sollte das machen, wo man sich wohlfühlt. Mann, 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 ey. Die wollen einfach, dass man scheitert. Dann kommt das Frustpotenzial. Dann hat man keinen Bock mehr aufs Spiel. Dann schmeißt man es weg, weil man sagt, es ist ein Scheißspiel. Die sollen doch lieber froh sein, dass es mir gut geht. Hier, da, wir wollen uns mal den Mitfahrer angucken. Hier, guck mal, aber wo ist denn der Mitfahrer? Da redet doch einer mit mir. Wo ist der Mitfahrer? Jetzt. Ich kann ihn mir nicht angucken. Naja, dann halt nicht. Ich wollte ihm den Anstarren beim Fahrentrick aus Fast and the Furious zeigen. Und hab gehofft, dass ich ihn dadurch wuschig mache, aber... Da. Mach ich. 80, ist das die Geschwindigkeit, die ich fahren muss? Scharf rechts schneiden in scharf links schneiden. Nee, so, 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 so. Das hätte ich vielleicht auch driften können oder so. Achtung, in Mittel links in über Brücke, über... was? Da ist die Brücke. Warum ist nicht mal so eine Aufgabe, überfahr ein Kind,
um mehr Ruf zu kriegen. Nämlich einen schlechten. Stecke Eichhörnchen in deinen Auspuff und schieß sie heraus. Erhöhe den schlechten Ruf. Naja. Hier kann man so hin und her gucken. Das geht mit der Maus. Das geht auch mit dem Analogstick. Am Lenkrad habe ich nicht viele Knöpfe. Damit kann ich gar nichts. Da kann ich Gas geben. Ne, das kann ich noch nie mal. Da mache ich mit dem Fuß. Komme mit mindestens 106 ins Ziel. Ja. 106 Atü auf dem Kessel. Also irgendwie sieht ja die Karre scheiße aus, ne? Zieh, 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 zieh. So. Aber mit dem Gamepad lässt sich so ein Spiel in meinen Augen immer noch besser fahren als mit dem Lenkrad. Aber das ist nur meine Meinung. Ich habe einen Kumpel, mit dem spiele ich öfters mal Autorennspiele gegeneinander. Der fährt immer mit dem Lenkrad, der zieht mich so knallhart ab mit dem Lenkrad. Ich bin da absoluter Noob, was Lenkradfahren angeht. Ich bin da echt mehr so aufs Gamepad gepusht und mir machen eigentlich auch die Spiele mehr Spaß mit dem Lenkrad. Mit dem Gamepad. Weil ich es einfach besser, ja, mehr beherrsche. Ist doch die gleiche Strecke von eben. War da einer? Ja, da war einer. So, was ich nicht mehr kann, ist mit Tastatur fahren. Es gibt ja Leute, die sagen, Tastatur fahren ist das Beste. Kann ich überhaupt nicht teilen, weil ich, waren das 106 km/h? Weil damit muss man ja, oh Gott, ich fasse mich gerade, entschuldigt. Beim Gaspedal, da kann ich es dosieren mit Gas und Bremse. Bei Gamepad kann ich das hinten auch mit den zwei Sticks. Bei der Tastatur kann ich das nicht. Die Sponsoren werden begeistert sein. Ja, die Sponsoren werden begeistert sein. So, wir gucken mal auf den Wecker. Oh ja. Der Wecker sagt, wir müssen mal wieder einen Cut machen, damit dann das letzte Video anbrechen kann von diesem eine Stunde mit. Ne, ich teile es ja in vier Parts. Ihr wisst das ja, wie das bei mir läuft. Und deswegen machen wir jetzt einen kleinen Cut. Wenn, falls noch irgendjemand was zu melden hat hier, das hören wir uns noch an. Hat es nicht. Also Leute, haut rein und bis dann. Ciao, ciao, wir sehen uns in Video 4.